Eine sehr schöne Frage hat mich erreicht von jemandem, der mir schreibt: Ist es mir erlaubt, für die ganze Welt und fürs Universum Frieden und Liebe zu matrixen? Weil diese Frage kommt daher, dass ich sage, man muss einverstanden sein, man muss den anderen fragen, wenn man ihn behandeln will. Niemanden einfach behandeln, ohne dass er es weiß. Ja? Und du kannst ja nicht die ganze Welt und das ganze Universum fragen. Aber da kommt eine andere Regel zum Tragen. Wenn du Teil davon bist, dann darfst du es matrixen. Und etwas zu tun, damit mehr Frieden, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Einheit, mehr Verbundenheit leben kann, da sein kann, sich zeigen kann, ist natürlich wunderschön. Und klar kannst du das matrixen. Dann nimmst du einfach das Thema, ich möchte gern mehr Frieden und mehr Harmonie und mehr Verbundenheit auf der Welt, und dann nutzt du alle Techniken, die du hast, die du dazu verwenden kannst. Und wenn du jetzt noch nicht matrixen kannst, dann habe ich eine Meditation für dich, die ich mal aufgenommen habe, die heißt Meditation für den Frieden. Und die verlinke ich dir hier im Anschluss an dieses Video. Und mit der kannst du zum Beispiel auch darum bitten und manifestieren, dass sich mehr Frieden manifestiert auf dieser Welt. Ja, das war mal ein kurzes Video für heute. Ich sage bis bald, deine Anjali. Tschüss.